Anya, I found Proboy. The train is secure. I finally got there. At last! You took your time. First you kidnapped me, and then you lose me. I thought you were a professional. Jones, there's two planes approaching. Victor 3 to command. We have visual contact with the train. Stop that plane! Fire! Fire! Here, fire! Boy! Jones, hold tight. Oh je, da ist doch wohl ein Zug kaputt gegangen und hier hinten ist komischerweise ein Helikopter, der nicht nochmal auf uns schießt, obwohl er uns wahrscheinlich sieht. Ja, damit herzlich willkommen zur 10. Folge des IGI Let's Plays. Schnell das Zitat, denn ich glaube, am Anfang wird das jetzt sonst zu hektisch. Ihr seht gleich wieso. Das Thema ist Reise und das Zitat stammt von Charlotte von Kalb. Und das Zitat lautet, manche Leute reisen, um Neues zu sehen. Aber sie sehen das Neue leider immer mit den alten Augen. Okay. Ja. Es wurde wieder Zeit, dass wir... Ach, verdammt, er lebt noch. Ah, danke, Jackhammer. Preboy ist ein gutes... Das war eigentlich gerade ungünstig. Ja. Nun denn. Diese Mission besteht eigentlich am Ende bloß darin, Preboy seinen Arsch zu retten. Wir haben hier überall Leute stehen. Ach, der kommt von da gerannt. Der ist schon tot. So. Und jetzt sind nämlich auch schon meine Waffen leer, außer eine Glock. Aber soll ich bitte schon mit einer Glock anfangen? Aber eine Uzi habe ich, Hauptsache 196 mal Uzi. Nun gut. Ja. Wie bereits gesagt, am Ende geht es darum, wir müssen hier Preboy schützen. Und ihn, sag ich mal, ja, wieder einmal eskortieren. Denn... Die liebe gute Egg, die uns ja ein bisschen auf dem Kieker hat, hat ja, hier kommen wir gar nicht rein, hat ja unseren Zug da hinten eliminiert. Drücken wir es mal freundlich aus. Und so wie der Zug da hinten eliminiert wurde, wurde auch das freie Internet eliminiert. Oh, eine geniale Überleitung. Nun denn. Ja, wir schreiben heute, da kommt noch jemand. Freitag, den 29. März. Ne, die andere. So, die möchte ich. Und nun, am Dienstag gab es ja die Abstimmung. Und irgendwas stimmt hier nicht. Wieso kann ich nicht? Ich glaube, ich muss erst mit Reaper reden, bevor ich in die Häuser da gehen kann. Ich brauche nämlich Annäherungsminen, ganz wichtig. Und nun, wie es fast abzusehen war, aber ja, wie auch immer, am Ende hat sich, ja, ich warte hier, genau, während sie die Lagerhäuser durchsuchen, okay, hat es sich nun ergeben, dass der CG-13, oh, ich habe sogar getroffen, doch verabschiedet werden soll. Und ja, doch am Ende umgesetzt werden soll, und das ist natürlich... alles andere als optimal. Denn das Witzige dabei ist natürlich, dass schon einen Tag später die ersten Sachen Richtung Upload-Filter klar gemacht wurden. So wurde zum Beispiel von Semficon, also Julia Reda, ich glaube, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, jetzt per Twitter geschrieben, dass schon Strafen drohen, eben wenn Deutschland sich nicht direkt an die Vorschriften hält. Das heißt zum Beispiel, wenn Deutschland jetzt sagt, okay,
Wir setzen das zwar um, so ist es ja am Ende auch, ist ja EU. Aber wir verhindern zum Beispiel Uploadfilter komplett oder allgemein, wir verhindern, dass dahinter Technik stehen muss, die am Ende das kontrolliert oder was weiß ich, was die sich ausdenken können. Übrigens, Preboy darf nicht sterben, ja. Aber er macht es schon, er kommt dahin gleich. Der macht es schon. Aber nun ja, wie es halt immer ist, so, und dann droht halt wirklich die EU mit Strafen, eben damit das alles so wirklich umgesetzt wird, ja. Kann man jetzt alles so und so sehen, natürlich ist es eigentlich richtig dämlich, sagen wir mal so. Aber nun gut, wir können scheinbar nicht alles haben. Was wir jetzt auf jeden Fall noch machen können, das Wichtigste ist immer noch, erstens, dass da schon die ersten Gegner waren, damit habe ich gar nicht mehr gerechnet, dass die so schnell kamen. Und zweitens, dass Preboy relativ schnell, habe ich jetzt an das Haus hier eine Annäherungsmine gebracht? Ja, das war jetzt ganz blöd, denn Preboy steht direkt da vorne, ich glaube, der stirbt jetzt. Ich dachte, wir rennen in das Haus, wir rennen in das mittlere, oh Gott. Hier steigen gleich Leute aus, die begeben sich zu uns, Preboy wird sterben und Feierabend, schade. Bumm. Oh, oh, Preboy nicht weiter rennen. Nein, nicht so schnell. Es ist nämlich sehr blöd, denn hier gibt es jetzt sehr viele Gegner von den verschiedensten Stellen. Müssen aufpassen, es kommen immer wieder Leute reingerannt, es sind Leute hier drin schon. Oder auch nicht. Die brauchen wir gleich. Aber es kommen auf jeden Fall Leute hier rein, so viel kann ich sagen. Es werden Leute draußen stehen. Ja. Sehr ärgerlich. Gott. Weil Preboy darf nicht sterben, ja. Immer nicht vergessen. Es gibt einen Panzer, ja, der steht dann gleich hier hinten irgendwo. Den muss ich ausschalten. Preboy darf nicht sterben. Okay, das ist jetzt gerade. Uah! Was habe ich jetzt gedrückt? Ups. Ups, 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 ups. Okay. Ah, ich sag's noch, lieber doch nicht sterben. Dämlich. Es ist sinnlos. Preboy ist gestorben, eben weil ich die Gegner da draußen nicht getötet habe. So. Dasselbe Spiel nochmal von vorn. Mann, 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 Mann. Dabei darf ich natürlich nicht die Zeit aus dem Auge verlieren. Wir wollen ja auch nicht die Folge überstrapazieren und. Ja, der heutige Tag ist eigentlich noch relativ vollgepackt. Es gibt dann noch Essen gehen und Feuerwehr und was weiß ich was alles. Also, wieso habe ich keine Uzi? Nee, stirb doch einfach, ist das so schwer? Ja, also wie bereits gesagt. Aber sobald ich eine Uzi aufhebe, habe ich 196 Munition. Ich glaube, da ist irgendwie was. Ich kann da nicht hochspringen. Ich glaube, da ist irgendwie was verbuggt. So. Nun denn. Ja, was ich vorhin sagen wollte. Was man jetzt eigentlich noch tun kann, natürlich sollte es immer noch Demonstrationen geben. Ich hoffe wirklich, dass es die noch gibt. Also, dass da noch weitere Demos kommen. Ist es natürlich sehr ratsam, diese zu besuchen. Allgemein auf Twitter und Facebook und was weiß ich wo aktiv zu sein. Wo ist Preboy? Hallo? Preboy, wo bist du? Oh, die explodieren. Explodieren die da hinten eigentlich? Nö. Schade. Ach, da ist er.
Das war jetzt dämlich, hätte er später nachladen müssen, na egal. So. Und das Wichtigste natürlich von allen, wählen gehen. Auch wieder die Frau Semphikon, die halt... Ja, Moment. Die halt auf Twitter in einem kurzen Video und auch auf YouTube in einem Video klar gemacht hat, warum sie denn die Piratenpartei verlassen hat. Ja, gab es nämlich einen französischen Kollegen, der sehr frauenfeindlich gegenüber ihr war, das war dämlich, ja, sehr halt sehr frauenfeindlich war und auch wahrscheinlich sehr viel verhindert hat, dass die Abstimmung hätte noch erfolgreicher werden können. Und nun ja. Oh. Deswegen ist sie ausgetreten und ja, es gibt eigentlich, sage ich mal so, am Ende, ich weiß gar nicht, ob da oben ein Dragner fliegt, ich glaube nicht, ja, nicht mehr viele Alternativen, so wie es scheint. Ich weiß nicht. Es soll jetzt nicht verkehrt klingen, aber es ist wirklich nicht einfach, sagen wir es mal so. Ich könnte natürlich auch mich einfach rausstellen. Also ich darf nicht an das zweite Haus eine Mine bringen. Ich muss an das erste Haus hier rechts eine Mine bringen. Das geht. Ich würde sagen, ich bringe hier einfach mal eine an noch. So sicherheitshalber. Dann hier und ganz wichtig halt wirklich an der letzten Ecke hier. Denn dort kommen immer Leute. Ich weiß, das ist halt einfach so. Und deswegen muss da immer eine Mine sein. Priboy ist noch nicht da. Aufpassen, ich darf selber nicht zu nahe sein. Ja, ist witzig, wie er gerade läuft. Weil, wenn ich die selber auslöse, ja, dann hätten wir auch nichts gekonnt, wa? So. Okay. Ja, das meinte ich da hinten. Diese... Mensch, ich möchte die AK haben. Diese Leute dort. Ja, wir warten mal noch. Oh, hier kommt schon der Erste. Hallo. Lass die aussteigen. Weiß nicht, ob Priba von alleine jetzt weitergehen würde. Lol. Durch zwei Wände durch. Das ist ja Wallhack. Und bumm. Oh nein, das ist nicht bumm. Bumm. Okay, wo sind die zwei Leute hin, die ich vorhin getötet habe? Das verwundert mich jetzt ein bisschen. Ja, die sind alle da hinten. Wo ist Priboy? Oh oh. Priboy? Nein! Jetzt bin ich gestorben. Warum hat er mich mit der AK... Oh, das kann nicht sein. Mein Gott, letzter Versuch. Schön ruhig bleiben. Genau. Ich habe halt auch kein Medipack, hm? Nein, habe ich nicht. Nee.
Oh Mann, das ärgert mich jetzt ein bisschen, dass das ganz schön viel Aua gemacht hat gerade. Nun gut. Wenn ich schnell genug bin, ich kann mir ja links relativ viele Annäherungsminen sparen. Wenn ich schnell genug bin, könnte ich vielleicht doch dahinter rennen. Aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich schaffe von der Zeit her. Oder ganz anders, wenn ich jetzt nicht sterbe, wohlgemerkt, ja. Oh, das wird sehr knapp, was ich jetzt hier mache. Priboy wartet ja jetzt die ganze Zeit so. Ich weiß nicht, ich glaube, der wartet nicht mehr, wenn ich jetzt das Ding schon öffnen würde. Ich glaube, dann würde der nicht mehr warten. Aber ich kann jetzt sagen, gut, Priboy, ja, ich öffne gleich das Ding, mache ich. Zwinker, zwinker. Aber in Wirklichkeit gehe ich wieder raus. Und bringe schon mal die Annäherung. Ach nee, Quatsch. Ich muss die erst holen, ja. Und bringe dann schon mal die Annäherungsminen alle an. Und dann gehe ich zurück. Das könnte funktionieren. Da habe ich nämlich genug Zeit eigentlich. Normalerweise. Dann könnte das vielleicht sogar klappen. Mal sehen. Ist eigentlich sinnlos, warum läuft Priboy nicht einfach zurück? Er kann auch außen lang laufen, oder? Er ist doch alt genug. Aber nein, öffnen Sie das Tor bitte. Wir hätten jetzt nicht hier außen lang laufen können und uns das alles schenken können. Nein, nein. Können Sie ja wie in CSGO machen. Mit dem Messer rennt er sich schneller. Nicht. Also mit so wenig Leben. Weiß nicht, ob wir hier noch was erreichen können. Ich glaube, der Panzer fährt am Ende hier irgendwo lang. Aber der sollte noch nicht da sein. Der kommt erst irgendwann später. Hier ist eigentlich noch keiner. Ist eigentlich noch niemand. Nein. Wir überlegen, wenn wir da hinten den Großteil ausschalten könnten, so von jetzt auf gleich, wäre das, glaube ich, nicht schlecht. Denn ein Großteil dieser feindlichen Kräfte, die sammeln sich da hinten. Aber ich könnte auch einfach an jedes von diesen Häusern da hinten ein bisschen was anbringen. Das ist auch nochmal doppelter Schutz. Eben, um sicher zu gehen. Ja, ich hätte vorhin meine Köpfe schießen können, sehe ich gerade, ja. Ärgerlich. Ich weiß gar nicht, ob es hier in den Häusern eigentlich was gibt. Ich glaube, da war ich noch nie drin. Okay, es ist auch nicht wirklich viel, was sich hier verbirgt. Ich glaube, ich nehme mal die Zeit und gehe mal die Häuser durch. Vielleicht gibt es ja ein Medipack, was irgendwie versteckt ist. Ja, ich sage, es ist unwahrscheinlich, aber nichts ist unmöglich. Toyota. Oh, jetzt muss ich wieder. Nein, hier hinten kann ich lang gehen. Okay. Muss nur mal gucken, nicht, dass Priboy irgendwie dummerweise doch schon lang läuft. Aber, ich überlege, ob das machbar ist. Nein. Egal. Aber ich glaube, am Ende, die Häuser wurden einmal gebaut und wurden immer wieder gleich gemappt. Nein, hier fehlt ein Bett. Hier fehlt das Bett dazu. Denn es ist gar keine Tür drin. Ist auch nicht schlecht. Hier fehlt auch das Bett. Okay. Davon jetzt wirklich mal abgesehen. So, hier in diesem Haus war ich noch nie. Also ja, in dieser Bruchbude hier. Nee, hier gibt's noch nicht viel, aber naja. Will ich jetzt wirklich? Nein, will ich jetzt nicht. So, jetzt gucken wir mal. Und zwar, die Leute kommen hier an. Hier steigen die doch aus, oder? Wenn wir hier eine Annäherungsmine dran machen und hier und dort. So. Dann gibt es Leute, die kommen an dieser Ecke raus. Das wissen wir ja jetzt schon. So, und dann haben wir eine noch frei. Weiß ich nicht, wo wir die. Ich weiß nicht, wo Pripo hier langläuft. Wenn der hier durchläuft, wäre das was anderes, aber ich glaube, das macht er nicht. Also bringe ich einfach mal. Oder ich warte und bringt er was. Bringt. Ich kann hier auf Boden anbringen, merke ich gerade. Ich bin blöd. Ich mach das mal. Ach ja. Ist alles schöne Länge ziehen. So muss das sein, ne? Dam, 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 dam. Ist halt blöd, dass man nicht einfach die Tür von außen aufmachen kann, ja. Wäre ja auch zu einfach.
Übrigens, die nächste Folge wird wahrscheinlich wieder eine Finger-Ingo-Folge, aber natürlich nicht die von Sims 4, nein. Es gibt da ja noch ein zweites Spiel, wo Finger-Ingo thematisiert wird. Kann aber auch sein, dass ich einfach spontan bin und sage, ja, ich nehme Tropico 6 auf, keine Ahnung. Habe ich mir schon vorbestellt vor, ich weiß gar nicht, im Mai letzten Jahres oder so. Also es ist wirklich schon Ewigkeiten her. Schon fast ein Jahr her. Und heute kommt es ja eigentlich endlich raus. Ich muss sehen, ob ich das noch schaffe, heute runterzuladen. Ich glaube, das wird schwer bei meinem Internet. Und vor allem, weil das zu einer Zeit rauskommt, wo ich wahrscheinlich nicht mehr zu Hause bin, da ich da schon unterwegs bin. Nun denn. Und Preboy, alles fit? Hast du Regentropfen gezählt? So, jetzt versuchen wir das mal. Mal sehen. Ob das so klappt, wie wir uns das hier vorgestellt haben. Dass das da hinten ein bisschen bum 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 macht und wir den Rest einfach so per Hand ausschalten. Mal sehen. Nee, der Preboy konnte auch springen. So dick ist der doch nicht, oder? Ja gut, er hat ein Wohlstandsbäuchlein, aber er könnte einfach über die Mauer springen. Ja, ja, schön, wenn ihr feindliche Soldaten oder Truppen geortet habt. Das ist mir doch egal. Bis jetzt gibt es halt immer noch niemanden. Soll ich dir mal eine Annäherungsmine ins Gesicht setzen, Preboy? Ob dir das wehtut? Alle guten Dinge sind drei, also jetzt muss es klappen, auch wenn ich dezent wenig Leben besitze. Weiß nicht, wo startet der LKW immer? Puh, hier wahrscheinlich irgendwo, oder? Ich kann die nicht auf den Boden setzen. Okay, interessant. Es hat nicht bumm gemacht, das ist gar nicht gut. Wo sind die Leute von der Ecke? Und wo ist der LKW? Okay, es hat Bumm gemacht. Der LKW kommt an. Das Feine sind wirklich drei auf einmal, die halt dann einfach weg sind. Es ist schon praktisch. Ich traue mich aber nicht jetzt rauszugehen, denn... Ja, müsste es eigentlich... Steigen die mal aus, hallo. Weißt du, wenn jetzt Preboy dann langläuft, das wäre halt ungünstig. Es darf keiner sterben. Die bleiben da stehen. Okay, da müssen wir nachhelfen. Bumm. Nein, das macht nicht bumm. Ja, das war Preboy. Weiß nicht, ob noch einer kommt. Kann sein. Ja, da wollte mir wieder die AK ins Gesicht hauen. Das tut weh. Das tötet Leute, Karl. Oh, Preboy ist schon weg. So, jetzt kommt er hin. Jetzt bin ich gespannt, ob es denn jetzt gleich bumm macht. Das wäre nicht schlecht. Das kann nicht sein. Doch, ich wollte schon sagen. Die nach Hui, die nach Hui. Sehr gut. Die sind alle ausgeschaltet. Jetzt sind nur noch die, die hier reinkommen. Eigentlich. Eigentlich, ja. Sag niemals nie. Jetzt kommen sie die Treppe hoch. Eins. Immer zwei. Sag doch immer zwei. Drei. Oh. Wir sind alle gestorben, außer der eine. Und der eine sollte... Preboy. Kommt der nächste, das ist nicht gut. Okay, jetzt, ich weiß nicht, jetzt kommt eigentlich nochmal jemand ins Haus. Angst da jetzt runter zu gehen. Ja, jetzt kommen nämlich nochmal welche. Komm, Preboy, komm. Du schaffst das. Scheiße.
der jetzt rausgeht. Ah. Oh. Herz, Herz, Herz. Uiuiuiuiuiui. Wo bleibt Priboy? Ja, kommen nämlich die nächsten schon wieder ins Haus. Komm, Helikopter, rette uns. Help, help. Helikopter abgeschossen, Mission gescheitert. Muss ich bloß reinspringen oder reicht das auch? Alter. Oh, geschafft. Das war knapp. Das war jetzt wirklich knapp. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann.